Hallo liebe Chili-Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video, auf das ich mich echt schon seit Wochen mega freue. Denn heute haben wir drei wirklich coole Themen für euch. Einmal natürlich, ja, das Wichtigste und das, worum es in diesem Video auch primär geht, die Vorstellung unseres Lineups für 2024. Und ich kann euch jetzt schon sagen, da sind so geile Sorten dabei. Also wenn ihr auch nur noch einen Slot in eurem Garten für das nächste Jahr frei habt, dann bin ich mir sicher, findet ihr heute noch die fehlende Anregung, um den zu füllen. Und das Zweite ist, wenn ihr noch viel mehr freie Slots in eurem Garten habt, dann habe ich hier noch einen echten Joker. Und das nicht nur, weil das ein Beutel ist, den ich von Joker Chili bekommen habe, sondern hier drin steckt nahezu mein gesamtes Line-up der nächsten Saison plus alle Sorten, die ich auf der Longlist hatte, aber die wir dann schweren Herzens aussortiert haben, plus so ziemlich Samen von ja, fast allen Chilis, die wir im letzten Jahr auch nur in der Hand hatten. Also hier ist wirklich ein unglaublich großartiges Samenpaket enthalten und das bekommt einer von euch. Und wie das funktioniert, beziehungsweise was ihr tun müsst, um das zu bekommen, das erzähle ich euch später in diesem Video. Ja, dann gibt es noch eine dritte coole Neuigkeit. Denn wie ihr wahrscheinlich jetzt gerade auch ziemlich gut sehen könnt, ist die Lichtqualität in unseren Videos teilweise wirklich schlecht. Vor allem, wenn so wie jetzt hinter mir die Sonne scheint, dann ja, haben wir ziemliches Gegenlicht und das ist alles eher suboptimal. Das bemängelt die Alex schon länger und hat jetzt entschieden, dass sie mal was dagegen tut. Und was sie genau getan hat und wie der Effekt davon ist, das zeigen wir euch. Jetzt. Ja, das ist also der erste Versuch mit der neuen Lampe und ganz leicht abgewandeltem Hintergrund. Wir werden in der nächsten Zeit sicherlich noch einiges rumprobieren und schauen, wo in der Wohnung wir das beste Studio für unsere Aufnahmen finden. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne für die Video- und insbesondere Beleuchtungsqualität. Ja, das ist aber natürlich für heute nur ein Randthema. Das wirklich wichtige Thema dieses Videos ist natürlich die Präsentation unseres Lineups für 2024. Und die erste interessante Neuerung, die es dabei gibt, ist die, dass wir nicht wie ursprünglich geplant nur 12 Chilisorten anbauen werden, sondern sich die finale Zahl nun auf 14 erhöht hat. Es kommt einerseits daraus, dass wir gesagt haben, wir lassen nächstes Jahr die Andenbeere weg. Dadurch wird einfach ein zusätzlicher Platz in den Töpfen frei. Und außerdem hatten wir uns dann am Ende final mit echt viel, ja, Diskussion und Durchringen auf 13 Sorten geeinigt. Und als wir das stehen hatten, ist uns aufgefallen, dass wir eine Sorte komplett vergessen hatten, die auf jeden Fall mit dabei sein muss. Und ja, jetzt werden wir irgendwie sehen, wie wir 14 Pflanzen bei uns im Regal und später im Garten unterbekommen. Aber das nun eben die finale Anzahl für 2024. Ja, was werden die Sorten letztendlich werden? Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal der Reihe nach meine Liste durch. Und die erste Chili, die nächstes Jahr festgesetzt ist, ist eine Capsicum Baccatum und zwar die Sugar Rush Peach Stripey. Nicht ganz neu, wer den Kanal schon ein wenig verfolgt, weiß, dass ich die schon im letzten Jahr angebaut hatte. Damals allerdings leider ein Phänotyp, der ohne Streifen abgereift ist und auch geschmacklich nicht wirklich mit dem mithalten konnte, was ich dieses Jahr und auch davor schon mal an Sugar Rush Peach Stripies probieren durfte. Und entsprechend habe ich gesagt, das war nicht ganz, was ich mir erhofft hatte und das probieren wir einfach im nächsten Jahr noch einmal. Ja, die zweite Sorte für die kommende Saison ist dann eine Capsicum Chinense, wie die allermeisten Sorten, die wir am Ende ausgewählt haben. In dem Fall ist es die Habanero Hawaii Beach. Das ist eine Sorte, die ich an der Ruhr-Uni probiert habe und dann natürlich auch als Frucht mitgenommen habe. Und ja, das ist eine Sorte, die habe ich tatsächlich in erster Linie wegen ihres Namens gewählt, weil ich einfach dieses Hawaii Beach so schön sommerlich und ja, vom Klang her mit Sonnenschein und tollem Wetter in Verbindung gebracht habe. Und ich glaube, da war einfach nach der Erfahrung im letzten Sommer so ein bisschen der Wunsch, das muss nächstes Jahr besser werden. Und das unterstütze ich, indem ich mir eine Sorte ins Line-up nehme, die alleine schon im Namen für einen Traumsommer spricht. Ist auch optisch eine echt schöne Sorte. So, ja, nicht
knallrot, sondern ein ganz klein wenig ins orangerot gehende Früchte, die vor allem unglaublich knackig sind. Also ich habe lange keine Chili gehabt, die wirklich so fest und crisp und knackig war, wie diese Habanero Hawaii Beach. Von der Schärfe kam sie mir ein bisschen milder vor als die meisten Habaneros. Lag aber auch vielleicht daran, dass ich an dem Tag echt eine Menge durchprobiert hatte an der Ruhr-Uni und eine recht hohe Toleranz aufgebaut hatte. Geschmacklich nicht die allerintensivste Habanero, die wir je hatten, aber am Ende des Tages hat es tatsächlich der Name und diese enorme Knackigkeit gemacht, dass wir gesagt haben, die kommt trotzdem ins Line-up. Ja, auch die nächste Sorte ist eine Chinense und auch da eine Habanero und zwar die Tasmanian Habanero. Ja, auch die hat eine wirklich super schöne leuchtorange-rote Färbung, ist ein bisschen kleiner als eine typische Habanero, war dafür aber, anders als die Hawaii Beach, wirklich super aromatisch und extrem lecker und ist wirklich als einer der Geschmacksfavoriten beim Ruhr-Uni-Tasting in unser Line-up vorgerückt. Auch die vierte Sorte für die kommende Saison ist eine, die ich nicht zum ersten Mal mache. Die mache ich genau genommen jetzt schon zum dritten Mal. Und zwar ein besonderer Pheno der Kangstar Lemon Starburst. Die hatte ich eigentlich nicht geplant, noch einmal zu machen. Dann hat mir der Andreas aber Samen und Fotos geschickt. Und dieser Pheno mit dieser extrem flachen Fruchtform und dem ganz langen Stachel hat mich dann doch überzeugt, es noch einmal zu probieren. Ich glaube, aus der vorletzten Saison ist die Sorte den meisten noch ganz gut in Erinnerung. War geschmacklich wirklich gut, eine sehr schöne Schärfe. Allerdings ein bisschen schwierig in der Anzucht, hat von Anfang an etwas rumgezickt. Deswegen hatte ich sie dann auch im letzten Jahr nochmal angebaut. Auch da allerdings in der Anzucht nicht wirklich ideal performt. Und ja, am Ende ist sie dann einem Mordanschlag, den die Alex gemeinsam mit der Hängematte auf sie verübt hat, zum Opfer gefallen. Und deswegen hatte ich dieses Jahr gar keine Ernte von dieser Sorte. Und ja, in Verbindung mit dem wirklich, wirklich coolen Phänotypen, den der Andreas mir da geschickt hat, habe ich gesagt, okay, die machen wir dieses Jahr noch ein drittes Mal. Hoffentlich dann A in der Anzucht ohne größere Probleme und B unfallfrei. Als nächstes kommen wir zu einer weiteren Chinense. Insgesamt habe ich, glaube ich, 12 Chinensen und nur zwei, die keine Chinensen sind. Und zwar eine diesmal echt brachial scharfe Sorte aus der Kategorie der Superhots, die uns aber beim Tasting an der Ruhr-Uni wirklich vor allem durch ihren Geschmack überzeugt hat, nämlich die Frankenstein Bubblegum. Die hat, ich sag mal, nicht ganz so große Früchte, wie ich es eigentlich gerne mag, eher so im mittelgroßen Bereich. Rot gefärbt, aber wirklich ein super tolles Aroma. Und ja, bei den Superhots sind wir ja immer große Fans, daraus Pulver zu machen. Da verspreche ich mir wirklich viel von, weil sie einfach so intensiv aromatisch ist. Aber ich glaube, auch wenn sie mit 10 plus echt schon enorme Schärfe mitbringt, werden wir die, eben weil sie so lecker ist, mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal pur auf Crackern probieren. Die nächste, ebenfalls Chinense, ist nicht ganz so scharf, zumindest in unserem Tasting kam sie uns nicht ganz so scharf vor. Dafür optisch wirklich ein absolutes Highlight, nämlich die Gator Jigsaw Purple. Die habe ich euch ja bei der Vorstellung des Pakets, das wir vom Stefan bekommen haben, schon gezeigt gehabt und im anschließenden Tasting-Video auch nochmal intensiv verkostet. Allerdings werden wir einen etwas anderen Phänotypen anbauen. Der vom Stefan war ja relativ dunkel. Wir haben vom Andreas allerdings vorab schon Samen bekommen gehabt und uns für die entschieden, die einen kleinen Ticken heller sind, nicht ganz so ins Schwarz-Lilane gehen, sondern eher so ein klein bisschen mehr pink-lila eingefärbt sind. Und ja, da sind wir auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie die dann als Pflanze im Vergleich aussieht zu der Pflanze vom Stefan und natürlich, ob es da auch Unterschiede im Geschmack und in der Schärfe gibt. Die nächste Sorte wiederum kommt direkt vom Stefan und war auch in seinem Probierpaket dabei und war bei dem Tasting unser absoluter Favorit. Und ausgerechnet das war die Sorte, die wir in unserem, ja, finalen und dann doch nicht finalen Line-up vergessen hatten, nämlich die Ghostly Jalapeño. Riesengroße, leuchtrote und wirklich unglaublich leckere Früchte. Und dazu noch, wie Stefan sagt und mit diesem Foto hier eindrucksvoll bewiesen hat, ein absoluter Masseträger.
Und entsprechend musste die natürlich definitiv mit in unser Line-up kommen. Und das Gute daran war, dass der Stefan sogar noch ein paar Originalsamen hatte. Und zwar jene Samen, aus denen dann auch seine Pflanze stammte. Von daher müssen wir da auch kein Risiko eingehen, ob die vielleicht fremdbestäubt wurde oder vielleicht doch nicht so stabil ist, wie man sich das erhofft. Und ja, da haben wir das Original-Saatgut und können entsprechend davon ausgehen, dass unsere Pflanze im nächsten Jahr hoffentlich genauso toll, groß, ertragsreich und vor allem lecker wird wie die Ghostly Jalapeno, die wir schon probieren durften. Die nächste Sorte ist ebenfalls eine Super Hot und zwar eine, die wir auch schon mal in der Vergangenheit angebaut haben. Und in dem Jahr, als sie bei uns im Garten war, war das ganz klar unser Geschmacksfavorit, weil sie einfach richtig schön frisch, fruchtig nach Aprikose und Apfel geschmeckt hat und ein grandios gutes Pulver erzeugt. Und auch optisch ist diese Sorte wirklich ein Highlight. Deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass wir die im Samenpaket von Konstantin gefunden haben. Und das nicht nur als ganz normale Variante, sondern als angeblicher Dark Pheno. Die Rede ist von der Hallows Eve. Die ist ja ohnehin schon relativ dunkel und reift sehr farbenfroh in verschiedenen Schattierungen von Schwarz, Grün, Orange bis ja fast ein bisschen ins Rötliche ab. Und da bin ich wirklich gespannt, wie dieser Dark Pheno dann am Ende aussieht. Ich hoffe, dass die Samen noch keimfähig sind. Ich weiß in dem Fall leider nicht, wie alt das Saatgut schon ist. Aber wir haben auf jeden Fall eine ganz gute Menge an Samen und sind entsprechend zuversichtlich, dass zumindest einer davon keimt. Und hoffen natürlich darauf, dass sie neben der tollen Optik auch wieder so lecker ist wie beim ersten Mal, als wir sie angebaut haben. Ja, auch die nächste Sorte in der Aufstellung ist ein absolutes optisches Highlight, nämlich die Lava Golem, die ebenfalls vom Stefan kommt. Und da hatten wir ja auch im Tasting schon eine Frucht dabei, die wir probieren konnten und hatten von ihm vorab das ein oder andere Video bekommen, wo er uns wirklich überzeugt hat, dass diese Sorte nicht nur grandios gut aussieht, sondern auch richtig ordentlich trägt und auch ja, von Früchten, Pflanze und Schärfe wirklich Maßstäbe setzt. Von daher, wir waren echt begeistert davon und haben direkt gesagt, ja, die müssen wir im nächsten Jahr haben. Da der Stefan aber nicht wusste, was es genau ist und auch keine Samen mehr davon hat, bekommen wir davon einen Steckling, beziehungsweise wir haben schon einen Steckling davon bekommen, den ich aber dummerweise umgebracht habe. Da warte ich jetzt auf den zweiten Versuch, der dann schon bewurzelt sein wird, damit das Risiko etwas geringer ist, dass ich da noch was kaputt machen kann. Und falls ihr aber diese Sorte ebenfalls haben wollt, dann schaut doch mal im Internet nach der Pimenta Project Number One. Der Stefan hat noch mal ein bisschen recherchiert und am Ende gesagt, es ist aus seiner Sicht relativ wahrscheinlich, dass das eine Project Number One ist. Und ja, da habt ihr dann entsprechend eine ganz gute Chance, wenn ihr euch die irgendwo auftreiben könnt, dass ihr diese Lava Golem auch bei euch im Garten habt. Ansonsten, ich hatte ja auch einiges an entnommenen Samen schon verschickt und unser Versandlager, das allerdings komplett zufällig gemischt mit ganz vielen anderen Samen, wird ab, ja, vermutlich ab sofort Samen auch jeder Bestellung beilegen. Da gibt es eine gewisse Chance, dass auch da eine Lava Golem mit dabei ist. Ja, die nächsten beiden Sorten kann ich euch quasi im Doppelpack vorstellen. Und zwar habe ich da die Samen zunächst vom Andreas für eine der beiden Varianten bekommen und fand die ziemlich cool und hatte ja lange überlegt, nehme ich die rein, nehme ich sie nicht rein. Die finale Entscheidung ist dann gefallen, als der Freddy uns noch die Golden-Variante davon geschickt hat, neben der roten, die ich dann schon hatte. Und die Rede ist von der Primotali. Die war ja auch im Probierpaket vom Stefan dabei. Und was mich da wirklich sehr begeistert hat, war diese extrem raue, fast stachelig anmutende Oberfläche. Was ich so bei, ja, es gibt ja viele stark gefurchte Chilis, aber dieses wirklich stachelig raue in der Hand hatte ich so noch bei keiner anderen Sorte erlebt. Und da wir da jetzt eben die Primotali Red und die Primotali Golden haben, haben wir gesagt, das ja, erzwingt es ja fast, dass wir die beide nebeneinander in unsere Chiliwanne, also in das Chilibeet, setzen, damit wir die direkt beieinander haben. Und auf die freuen wir uns auch auf jeden Fall, weil die ist richtig scharf, macht schöne große Früchte und ich glaube, die beiden nebeneinander wird auch optisch echt cool aussehen.
Die nächste Sorte, ebenfalls eine Chinense, ebenfalls eine Superhot, wie nahezu alle letztgenannten Sorten, ist die, ja, sie trägt es im Prinzip schon im Namen, The Superhot Beast heißt sie. Und die haben wir auch an der Ruhr-Uni im Tasting probiert. Und innerhalb des, ich sag mal, Original-Tastings war das von den Sorten, die der Jan Raschel dort auf den Tisch gebracht hat, diejenige, die uns eigentlich von den Superhots am besten geschmeckt hat. Und auch optisch ist die wirklich cool. Die ist sehr lange in der Abreifung richtig leuchtend orange und wird dann erst ganz zum Ende rot, hat schöne große Früchte und wie gesagt ein echt gutes, intensives Aroma, das trotz der brachialen Schärfe noch sehr schön zur Geltung kommt. Und auch da hatte ich Samen vom Andreas bekommen, die sogar verhütet waren. Und entsprechend haben wir gesagt, ja klar, also das war die Nummer 1 der Superhots im Tasting an der Ruhr-Uni und entsprechend das die vorletzte Superhot in unserem Line-Up 2024. Ja, die letzte Chinense und auch die letzte Superhot, die wir nächstes Jahr anbauen wollen, ist die T-Rex Mustard. Auch die haben wir vom Andreas bekommen. Und auch da handelt es sich um verhütetes Saatgut einer Superhot-Sorte, die wir allein aufgrund ihrer Optik in der Aufstellung haben wollten. Ich blende es euch hier mal ein. Dieses ja, grün, fast golden mit einem ganz leichten, nahezu kupferartigen Einschlag. Bei diesen riesengroßen, langen, teils abgewinkelten Früchten hat uns richtig, richtig gut gefallen, weil die einfach so unglaublich böse aussieht. Wir haben sie tatsächlich noch gar nicht probieren können. Die haben wir ja rein per Sichtkontrolle ausgewählt. Und ja, auf die bin ich entsprechend besonders gespannt, sie dann auch mal probieren zu können. Aber optisch ist das auf jeden Fall was. Da freue ich mich drauf. Das wird sehr, sehr cool und ich bin mal gespannt, wie die dann auch tatsächlich in Natura ausschauen. Ja, das, wie gesagt, die letzte Chinense, die vorletzte Sorte insgesamt, Nummer 13, auch ganz passend zu dieser echt böse aussehenden Sorte. Und die allerletzte im Bunde ist eine Capsicum frutescens, zumindest nehme ich das mal vom Namen her an, denn sie hat Thai im Namen. Und zwar eine Black Thai, die ihr hier seht. Ich hoffe, ihr könnt sie einigermaßen gut erkennen. Die ist gestern in diesen Topf gekommen. Die stand 7,5 Wochen bei mir als Steckling im Regal und wollte keine Wurzeln bilden. Und jetzt, nach inzwischen 8 Wochen, konnte ich sie endlich in den Topf setzen und sie bildet neben den Wurzeln inzwischen auch neue Blätter. Bekommen habe ich die vom Sven, den ich in seinem Garten hier in Bochum besuchen durfte. Und die Sorte hatte mir bei ihm echt gut gefallen, weil wir einfach noch was haben wollten, mit dem man schön kochen konnte. Und da hatten wir so ein bisschen überlegt, Cayenne oder Thai oder eine Joe's Long. Da hatten wir einige auf der Liste. Und als ich dann hier diese Black Thai gesehen habe, mit ihrem schwarz-grünen Laub und den Früchten, die von schwarz zu blutrot abgereift sind, habe ich gesagt, okay, das ist die Sorte, die eigentlich alle Kriterien erfüllt. Mittlere Schärfe, schöne Fruchtform, um sie einfach zum Essen in Scheiben schneiden zu können. Und dazu diese echt coole Optik. Und entsprechend ist das die Nummer 14 für die kommende Saison, die Black Tie. Ja, soweit also unser Chili-Welten-Line-Up 2024. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Aus meiner persönlichen Sicht ist es wirklich die spektakulärste Auswahl, die wir je im Garten hatten. Und ich kann es kaum erwarten, die ganzen Pflanzen in Natura tatsächlich bei uns draußen zu sehen. Ich hoffe natürlich, dass in der Anzucht alles glatt läuft, wir keine Ausfälle haben und am Ende auch tatsächlich diese 14 Sorten es bis in den Garten schaffen. Selbst wenn das nicht klappen sollte, muss ich aber auch sagen, unsere Longlist war ebenfalls so großartig, dass wir mit Leichtigkeit für jede Sorte, die es eventuell doch nicht schaffen sollte, einen Ersatz finden würden. Ja, das bringt uns auch direkt zum nächsten Thema. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ich habe hier noch einen Joker für euch. Und zwar verschenke ich diesen schönen Beutel vollgepackt mit Samen an einen von euch und erkläre euch jetzt auch, wie ihr dabei mitmachen könnt. Zunächst einmal, wenn ihr genau wissen wollt, was da drin ist, könnt ihr hier das einmal sehen. Wenn ihr es in Ruhe nachlesen wollt, stoppt einfach mal kurz das Video und schaut euch das an.
Ich glaube, das ist eine wirklich absolut einmalige Auswahl, die wir hier zusammengestellt haben. Und neben unserem oder dem Großteil unseres eigenen Lineups, wie gesagt, noch unsere komplette Longlist plus etliche Sorten, die wir dieses Jahr im Garten haben oder die uns einfach so gut gefallen haben. Ein richtig, richtig cooles Package also. Ja, die Teilnahme ist relativ einfach. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, welche Sorte euch aus unserer Aufstellung am besten gefällt, auf welche ihr am meisten gespannt seid und außerdem ein paar Sätze dazu, warum ausgerechnet ihr diesen coolen Beutel hier von uns zugeschickt bekommen solltet. Ich hoffe natürlich dabei, dass sich in erster Linie auch die Leute bewerben, die tatsächlich den Platz und die Motivation haben, einen Großteil dieser Sorten im nächsten Jahr anzubauen. Wäre natürlich nicht ideal, wenn sich da jetzt jemand bewirbt, der sagt, oh, das wäre mal ganz cool für meine Sammlung und sich das Ganze dann für die nächsten 3 Jahre in den Schrank legt. An wen das Ganze am Ende geht, das verraten wir euch dann im nächsten Video. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann ist natürlich jetzt auch eine gute Gelegenheit, noch den Kanal zu abonnieren. Außerdem hoffe ich natürlich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Nicht zuletzt dank der neuen Beleuchtung, die mich hoffentlich ein bisschen besser in Szene setzt, als das in der Vergangenheit der Fall war. In dem Fall freue ich mich auch riesig über ein Like und die Alex natürlich auch, damit ich ihr sagen kann, das war eine gute Investition. Wenn ihr das also unterstützen wollt, dass wir auch in Zukunft weiter daran arbeiten, Chili-Welten für euch immer besser und professioneller zu machen, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. In jedem Fall freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und sage bis dahin, macht es gut, Servus. So drauf. Jetzt. Bist gerade getrennt worden. Ich mach's nochmal. Lass einfach laufen. Jetzt. 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 Nee, das war blöd. Ach, das ist alles Mist. Ach, das ist alles Mist. Ach, wie nennt man es? Ja, soweit also unser Chili-Welten-Line-Out, wollte ich gerade sagen. Reiß dich mal zusammen hier. Sondern weil wir auch noch zwei andere wirklich, 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 wirklich. Really, really. I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Okay, Schnitt.